Sagt mein TomTom. Wer erlügt? Oder es? Oder sie? Oder sie? Je nach Einstellung. Wen darf ich jetzt schießen? Nix da. Oh, hier liegt noch ein Apfel. Wow. Wer war das? Ich war das. Ja. Ich wollte mal ausprobieren. Hast du probiert, ob das kaputte Magazin noch reingeht? Da ist ein Magazin drinne. Dann kannst du ja trotzdem mal probieren. Austauschen. Braucht man ein Seil? So schmeiße ich das weg. Nee, kann man glaube ich noch nichts mitmachen. Weg. Meine Güte, bin ich jetzt voll gequetscht. Bis oben hin. Hier steht noch eine Dose zu Phrasen, falls noch einer ein bisschen Platz nee, hat. Nee, also das kaputte Magazin kann ich nicht benutzen. Kann ich okay. Da nicht reinschmeißen. Nee, dann ist es kaputt. Aber dann nimm die Munition raus. Die kannst du ja noch gebrauchen. Lars, du guckst ja gerade in den Rucksack, ne? Richtig. Den werde ich auch nehmen, weil der grün ist. Ja, hier im Schrank ist noch eine Dose Futter, falls du willst. Cool. Obwohl ich hab... Na doch, ich nehme die. Magazin, weg. Flo, du stehst da sehr, sehr offensichtlich. Oh, Salinenbeutel. Das habe ich jetzt auch. Ist auch schön. Was ich auch noch cool finden würde, ist, wenn man diese Container, die hier überall stehen, aufmachen könnte. Ja. Mit dem Kuhfuß aufhebeln. Schön wär's. Na, einfach, dass das so ein bisschen... Also es ist ja schon Open World, aber dass es halt doch so ein bisschen Open Worldiger wird. Hä, wo ist denn die Axt jetzt hin? Oh nein, meine Axt ist flöten gegangen. Echt? Beim Wechseln. Juvi, du Scheiße. Hast Inventar voll, ne? Ja. Scheißkram. Geh auch gerade mal zu den kleinen Häusern Richtung Wasser weiter. Ja. Fuck, jetzt ist die Axt weg, ich glaub's nicht. Das ist echt ärgerlich. Hat jemand auch von euch schon rausgefunden, wofür man diesen Sack braucht? Guck. Nee, wissen wir noch nicht. Aber ich kann mir vorstellen, zum Fesseln und zum... Du kannst froh sein, dass ich jetzt nicht geschossen habe. Was habt ihr denn da? Ich hab ihn erschrocken. So. aber böse. Da hast du gerade zum Fesseln gesagt? Nee, nicht zum Fesseln, aber vielleicht über den Kopf ziehen. Lustig. Also, geht so lustig, aber... Also ganz so lustig ist es eigentlich nicht, aber schon krass. Also, ich weiß es halt auch nicht, aber ich meine mal, sowas gehört zu haben. Ich habe noch ein First Aid Kit gefunden. Okay. Sauber. Ja, aber ich kann es nicht. Das könntest du mir geben, weil ich dann da meine ganzen Medizinsachen reinpacken kann. Das liegt hier neben dem Haus drin. Das ist aber voll. Ja, passt ja bestimmt noch mehr rein. Oder auch nicht. In welchem Haus? Richtung Wasser unten. Okay. Das sind so drei kleine Häuser. Grüne. Mhm. Da bin ich gerade rausgebackt. Lol. Das ist echt gefährlich mit dem Bugs. Ja. So, wer mich jetzt erschreckt, der kriegt eine Google. Klare Ansage. Reflex-Ignite, ja? Aha. Nichts gegen meine Reflex-Ignites. Hallo Hundi, bist du zu Hause? Hundi. Nein? Gut. Green Jeans. Aha, hier hat sich einer umgezogen. Oh, guck mal, ich habe Schrotmunition gefunden. Überraschung. Hab ich gerade einen Zombie gehört oder habe ich mich getäuscht? Könnte auch richtig gewesen sein. Ich habe einen Brunnen gefunden. Ja, ich höre da jemanden phrasen. Rumpf. So. Tja, dann müssen wir uns jetzt ja hier irgendwie aufhalten, ne? Ich muss ihr könnt auch weiterlaufen. Ist kein Problem. Dann gucke ich nochmal, ob ich irgendwas finde, weil ich muss gleich erstmal was trinken. So. Und dann renne ich hinterher. Ich wollte noch dieses First Aid Ding haben. Wo ist denn das? Ich wollte gerade sagen, grünes Haus am Wasser. Ah, das, okay. Die Schule. Oder was das auch sein soll. Grünes Haus? Hm? Das ist aber klar. Du stehst davor, du rennst da links. Gut. Ich sehe dich nämlich. Er sieht mich. Ja. Aber ihr mich nicht. Doch, hab dich gerade gesehen. Muss ich töten. Schluck auch nochmal hier in so einen Schluck Wasser. Schluck. Will wer die Clownsmaske haben? Nee, ich finde diese Masken irgendwie doof. Ja, vor allem Sonnenbrille, Schirmmütze, alles durch die Maske durch. Ja.
oh, ich kann meine Wasserflasche mal auffüllen. Vor allen Dingen so einen Scheiß bauen die hier ein, aber irgendwie mal was Sinnvolles, so dass man ein paar Dinge mehr benutzen kann. Also wie zum Beispiel Seide, Band, Grafikband oder sowas. Nö, aber Hauptsache dumme Masken. Ich leg hier mal so ein. Nee, tue ich nicht. Ich habe genug Blut. Ich dachte gerade, ich bräuchte mehr Blut, aber eigentlich geht's mir ganz gut. Tja, was machen wir denn jetzt? Mal zu diesen Hallen da unten am Hafen laufen, oder was? Ja, lass mal zum Hafen laufen erstmal. Langsam vorarbeiten, wir haben ja Zeit jetzt. Muss mal eben meine Flasche leer trinken und neu auffüllen. Ah, ich sehe euch. Was? Ernsthaft? Hm. Moin. Was? Ich sehe dich gerade noch nicht. Ja, ich bin jetzt wieder bei dem, wo ich runtergestürzt bin. Achso. Ah, cool. Hast du deine Leiche auch noch gefunden? Warum zur Hölle kann ich die Wasserflappbuddel denn nicht benutzen? Du musst die in die Hand nehmen. Genau. Und dann in die Ego-Perspektive am besten gehen. Bin ich. Brauchst du nicht unbedingt, aber... Da liege ich ja. Tja, gute Frage. Drink water. Ah, da. Fill Bottle. Dann kann ich dir gleich so ein bisschen was von deinem Kram wiedergeben. So, erstmal meine Dings, dann Dings. Das Dings. Das ist jetzt natürlich gemein, dass wir dich so ausgenommen haben. Das kriegst du aber wieder. Das kriegst du wieder. 5 Euro. So, wir stehen hier so in Dreierreihe am Bahngleis. Sehr clever von uns. Aua, ja. Geh weg mit Aua. Was denn? Was ist? Ich hätte jetzt ja eigentlich nicht übel Bock, mal einfach irgendwen anzuschießen. Irgendwen heißt irgendwen von uns, oder wie? Dann schieße ich aber zurück. Oh. Viele verschiedene. Warte mal, auf ihn ziele ich. Jetzt ziele ich auf Yubis Kopf. Ich finde das krass, in wie vielen verschiedenen Perspektiven man schießen kann, eigentlich. Ja. Sieht das gerade irgendwer, dass ich auf Yubi ziele? Ja, ich ziele nämlich auf dich. Und ich auf dich. Wenn ich jetzt abdrücke, bist du tot. Hat Situation. Die Magnum hat keine Munition, das ist unfair. Ich schieße die ganze Zeit. Es klickt nur. Hört man das Klicken eigentlich? Ja, klar. Man hört alles in diesem Spiel. Sag mal, ist das ein Bug oder sitzt da jemand hinter dem Busch? Was? Was? Da hat sich immer so ein Schatten rumgezogen gerade. Oh, da ist Henrik, glaube ich. Bam, ja, das war ich! Hallo. Ja, so. Ja, aber den meine ich auch gar nicht. Dann mal los. So, Henrik, was können wir dir Gutes tun? Ja. Ich will erstmal was trinken. Hast du was zu trinken da? Nee. Soll ich dich force feeden? Nein, force to drink und so. Mach euch, ja. Hier. Müssen wir es mitten auf dem Bahngleis machen, Freunde? Könnt ihr eine Dose Cola? Eigentlich völlig bescheuert, dass wir das hier machen. Das stimmt schon, aber... lecker. Ich will mich langsam mal so ein bisschen so verhalten, als ob wir dauerhaft in Gefahr sind. Ich meine, was wir ja prinzipiell auch sind, aber... Als ob wir ein Survival-Spiel spielen. Lass uns erstmal eben irgendwie eine kleine Baracke finden oder sowas. Ja, Baracke wäre natürlich eh geil. Aber hier an der Seite geht ja schon mal, aber... Hier, ne? Komm mal hier. Gute Gelegenheit, unterm Zaun durchzukommen, ne? Komm mal hier, dann kriegst du deine Maske und sowas wieder. Ja, pflanz mal hier auf der Straße, dann sind die Sachen nicht so... Wenn die mal auf dem Boden liegen, dann... Wir sitzen jetzt hier in so einem kleinen Häuschen drin, hinter den Mauern. Ja, okay, komm ich. Ja. Ich meine, ich komm. Ja. Erster, fertig. okay, dann schmeiß ich hier mal deine Axt wieder hin, dann habe ich wieder ein bisschen mehr Platz. Deine Maske. Welche Maske? Warum liegt der Gestroh? Willst du die Pistole wieder haben? Ich sehe nichts so. Ja, die kommt erst. Ja, das dauert alles. Ich gebe euch ein bisschen Rückendeckung. Was macht er denn da? Ich sehe noch nichts. Ich sehe nichts. Ja, guck mal ganz genau hin. Ja, da ist er. Jo, da ist er. Geh doch nochmal ein Stück. Dein First Aid Kit. Da ist die Maske gespawnt. Hm?
Dann Pistole kriegst du auch wieder. Kannst damit wahrscheinlich besser umgehen als ich. Sag Pistole, Munition. Ich mach irgendwie gerade so einen Regentanz da. Muss ich mir das hier angucken? Wasserbuddel. Ich versuch gerade professionell euch Rückendeckung zu geben. Reis. Reis, ganz wichtig. Erstmal schön Sack trockenen Reis essen. Oh geil, ich weiß, was es heute zum Abendessen gibt. Trockenreis. Trockenreis. Die Magnum, die behalte ich erstmal, da hast du sowieso keine Munition für. Und vielleicht finde ich da irgendwann mal was für. So. Brauchst du noch irgendwas? Nee, erstmal nicht. Jetzt habe ich wieder meine Grundausstattung. Das ist doch gut. Na, dann mein Tau, ne? So. Und jetzt noch, nach Airfield hin, ne? Ja, nach dem Airfield hin. Nach dem Airfield? Mhm. Boah, scheiße, jetzt denke ich gerade so, ich könnte eine rauchen. Jetzt, wo wir gerade mit einem durch sind. Juvi, hast du irgendwie 45er Munition für die Magnum? Nee. Ich hab bloß... Ich hab bloß Großkaliber dabei. Ja, deswegen frei, sonst hätte man durchtauschen können, weil ich auch noch drei Packen für deine Großkaliber-Wumme habe. Drei Packen? Ach du Fuck. Ach du Fuck vor allem, Ding. Gut, lern was brechen, Juvi. 20 Schuss, also 60 Schuss für deinen Rosin. Was? Boah, alter Vater, ich hab auch nochmal 30 dabei. Also, das kann ja nicht schief gehen. Wo seid ihr jetzt? Kann ich eigentlich rumballern? In der Kneipe. Ja, ich auch. Dann lass uns mal nach Airfield hin, ne? Ja, nach Airfield hin. Ja, nach Airfield. Oh, ich hab eine Axt gefunden, das ist gut. Ich hab ein T-Shirt gefunden. Das ist auch was Feines. Tyrant to Rex. Okay. Combine Rex. Wo sind sie denn jetzt alle? Warte. Du bist noch im Pub, ne? Ja. Gut. So, ich komm raus. Da backt er durch die Wand. Bin ich das. Bin ich denn jetzt? Achso, da ist er. Hallo. Hallo. Volles Rohr, Flucht. Oh, hier war noch keiner drin. Anscheinend. Bist du hinten rausgegangen? Ja. Ja. Ist klar. Nix Loot. Hallo. Hier keine Trecker. Oh, schade. Ich muss umdrehen. Tut mir leid. Stopp! Du hast das Schild übersehen. Oh. Musst du anhalten. wir sind schon mal drei. Vier. Nee, drei. Okay. Ich bin bei diesen hohen, bei diesen Wohnhäusern. Ah. Die Richtung müssen wir nämlich auch. Ja. Lars rennt vor. Das ist sehr cool, dass ihr euch wenigstens hier auskennt. Ja, wobei es halt echt gewachsen ist, ne? Also es war früher echt, also... Ja, schon, aber trotzdem wisst ihr schon mal so grob, wo was ist, das hilft schon. Ich muss auch bald raus. Oh nein. So langsam wird's gefährlich für uns. Wir werden immer weniger. Ja. Wer steht, Nachtzombie steht da. Ja, können wir den umlaufen? Ja. Irgendwer zieht den trotzdem. Ja. Haus, Blut. So, können wir den umlaufen? Ja. Und da rennt einer. So viel zum Thema umlaufen. Umlaufen. Ich habe im Laufen verstanden. Ich kann den im Laufen. Kannst du noch einlaufen? Eigentlich ist das total uncool, dass wir zu viert hier durch, zu fünft sogar durch so eine Stadt rennen, aber zu dritt nachher zum Airfield gehen. Ja, irgendwie umgekehrt, ne? Wo zur Hölle seid ihr? Was ist das denn? Noch ein Zombie? Alter, war das ein Zombie? Hier. Ja, ein Spieler war es nicht. Okay, ich hab's nicht wirklich gesehen. Achso, nee, es war ein Zombie. Aber wen läuft der hinterher? Gute Frage, nächste Frage. Ach, mir. Läuft Hendrik hinterher, ja. Ah, okay. Ich bin jetzt auf einer Hauptstraße. Wir sind so ein bisschen linkswertig gegangen. Genau. Siehst du diese großen Wohnblöcke, so schön Ossi-Boss, Plattenbau? Ossi-Plattenbau? Ich renn grad zwischen irgendeinem Plattenbau durch. Ja, Kirche? Genau. Mhm. Ja, wir stehen quasi vor dem Plattenbauten. Nee. Oder hinter. Also ja. Also wie man es eben sieht, ne? Also Henrik wetzt gerade die Straße hoch. Dem nächsten Zombie entgegen. Ja, ich sehe es.